Hey Leute. Ist eine derart schöne Stadt. Habt ihr je etwas Vergleichbares gesehen? Ja, nein, vielleicht. Weißlauf ist eine schöne Stadt. Ich kenne da noch Riften. Gefällt mir auch ganz gut, abgesehen von den ganzen korrumpierten Leuten. So, Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, herzlich willkommen zurück nach ein wenig Chaos bei mir, denn letzten Endes ist mir Skyrim abgeschmiert gewesen nach der nachfolgenden Aufnahme. Und das Problem ist, ich hatte nicht wirklich gespeichert. Deswegen, ich habe versucht, ein bisschen nachzustellen, das Ganze, dass wir halbwegs das gleiche Szenario ungefähr vorgefunden haben oder vorfinden, besser gesagt. Die Kittys sind schon mal, also Sophia und Lucia sind schon mal nach Riften geschickt. Der Vampirangriff. Auf einmal war da nur noch einer da. Ein Vampirmeister, wenn ich mich recht entsinne. Ein Einzelner, wohlgemerkt. Ohne irgendwelche weiteren Gefolgschaften. Hier vielleicht mal ganz kurz ins Menü. Ihr seht, hier habe ich vielleicht... Moment, zack, hier habe ich auch noch ein paar Sachen mehr drin. Kultistenrobe und so weiter und so fort. Das werde ich alles in... Ja, in Riften verkaufen. Denn dorthin begeben wir uns jetzt am besten direkt mal. So, Mjoll, du kommst hoffentlich mit. So, Jack, da ist, ja, die beiden... Reid ist ganz schön gemein. Ja. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Ja, das ist soweit ja auch in Ordnung. Ihr zieht ja eh um. So, die beiden, die waren auch beim letzten Mal übrigens Papa. Hier. Ja, ich bin da. Und ihr wartet hoffentlich gleich in Riften, wenn ich hier das Haus verlasse. Denn ich will sie ja nach Riften schicken. Deswegen, beim letzten Mal hat jetzt einmal frei funktioniert. Das werden wir jetzt natürlich auch nochmal prüfen, ob das jetzt auch der Fall ist. Ich hoffe einfach mal ja. Ja, mein Vampirblut, das Wald im Sonnenlicht, während wir hier... Zack, Gewitter haben. Mal wieder die beiden Kinder. Vielleicht kann man eigentlich... Ach komm, was sollte denn? Wir gehen nach Riften. Begeben uns erstmal dorthin und... Was ich auch sagen kann, in Nilheim, ich habe ja in... Moment, was wacht? Weil das Zahn, Riftwachturm, Festung. Wo ist er? Nilheim, genau. Ich habe ja dort auch noch vom Vogt von Riften eine Aufgabe bekommen. Ein, ja, Kopfgeld ist ausgesetzt auf den Mantitenanführer von Nilheim. Der ist schon erledigt, der ist tot. Dort ist auch keiner mehr. Das habe ich nämlich beim letzten Mal auch gemacht. Das erzähle ich euch jetzt mal kurz. Da können wir uns nämlich den Weg dorthin sparen. Das ist unnötige Lauferei quasi. Ja, muss nicht unbedingt sein. Ihr wisst jetzt, dort ist niemand mehr. Der überhaupt noch nach Bandit aussieht, geschweige denn, da war überhaupt niemand mehr, wo ich beim letzten Mal da war. Während es hier auch bieselt. Okay, alles klar. Oh, da vorne schlägt jetzt mal ein Blitz ein. Ja, wir warten mal bis zum Morgencrown, beziehungsweise bis dort vielleicht wieder jemand am Markt ist. Denn das ist, wenn nicht verkehrt, dann könnte ich vielleicht ein paar Sachen verkaufen. So war zumindest mal der Plan, verkaufen, gucken, ob die Kittys da sind. So. Das sollte reichen, hoffe ich mal. Wir werden sehen, während hier... Wir können eigentlich mal hier lang laufen. Ja, es ist immer noch gewittert, das ist... unheimlich, was hier letzten Endes abgeht. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ja, das ist natürlich nicht schön, wenn derjenige sich in die Rüstung macht. Das ist kein angenehmes Gefühl. So, und jetzt sehen wir auch... Doch auf. Was? Iona. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, gut, okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, die Kinder sind offenbar da. Wir haben hier Sophie. Hat gesagt, dass ich jederzeit in den Tempel kommen kann. Ja, das ist doch schön. Und machen wir hier, zack, die Fackel raus. Hier unten trainiert die kleine Lucia. Herr Grinjolf hat mir einen Apfel gegeben, Papa. Er scheint nett zu sein. Grinjolf ist ja nicht aus der Diebesgilde. Ja, normalerweise sage ich ja, passt auf, liebe Kinder, nicht von Fremden irgendwas annehmen. Aber gut, hier in Skyrim ist das offenbar ein wenig anders. Ja, solange wir die Kinder nicht tatsächlich irgendwann mal vergiftet, tot auf dem Boden liegen, ist doch alles in Ordnung. Kann man wieder wegpacken. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, um das mal zu vollenden. Ja, Iona, immer noch die gleiche Schallplatte. Es ist so. Mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja, offenbar geht sie auch gerade unterwegs. Ist sie auch gerade unterwegs, so rum, wohin. Keine Ahnung, wohin denn? Hier ist noch niemand. Oder haben sie sich alle verpieselt, weil es regnet? Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht ganz genau, ob ich jetzt die eine Mod installiert hatte, die dann entsprechend die NPCs ein bisschen mehr auf, ja, so eine Sache reagieren lässt. Ich glaub's eher nicht. Wir warten mal noch ein Stündchen oder zwei. Ja, jetzt, jetzt sind sie da. Hier gehört der Fleisch- und Gemüsestand auf dem Markt. Kommt vorbei, wenn ihr die frischesten Speisen... Pananche, warte mal. Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen? Ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. So, beim Ihnen können wir nämlich auch einiges verkaufen. Ach, das Holzschwert, das könnte ich ja... Warum habe ich denn das?
Ich kann mich jetzt gar nicht entsinnen, dass ich irgendwann mal ein Holzschwert gekauft habe, aber das könnte ich ja eigentlich der Sophie geben. Der Sophia, nicht Sophie. So, wir verkaufen ihm mal das hier. Wie viel hat er denn, der gute Pranchi? 921. Dann kriegt er noch das und das und mehr, glaube ich, kauft er von uns eh nicht ab. Das könnte man verkaufen. Starkes Gift der Magiker. Das... Wartet mal, warum kaufe ich ihm die Sachen denn ab? Oh Gott, bin ich dämlich. Jetzt mal ernsthaft. So, Moment. Dann können wir auch eins machen. Dann kaufe ich ihm das Holzschwert ab. Und... Ja. So passiert es halt, dass man die Kohle beziehungsweise das Gold unnötigerweise irgendwo ausgibt. Und dann Verluste macht. Denn ich glaube, das Geld kriege ich jetzt so einfach nicht mehr rein. So, Belzstiefel, die geht wieder raus. Das geht raus. Das geht bei ihm auf jeden Fall raus. Und bei den beiden bin ich mir nicht ganz so sicher. Können wir ihm denn hier... Da haben wir nichts weiter anstecken. Hier könnten wir ihn was verkaufen, aber das bringt auch nicht... Das bringt uns eher was, wenn wir das selber nutzen. Vorausgesetzt, wir brauchen das irgendwann. Und hier seht ihr ja die ganzen Rezepte, Unsichtbarkeit, Tragfähigkeit verstecken und so weiter. Normalerweise würde ich ja mal behaupten, eigentlich kann man die auch verkaufen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich lasse das euch mal entscheiden. Wie seht ihr denn das? Könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben. Ja, wenn es dazu natürlich keine Aussage gibt, dann bleibt das halt ewig im Kommentar. Im Inventar. Es wiegt ja nichts. So gesehen ist es eigentlich schnurzpieps egal. So, Pranche, zack, einmal raus hier. Alles, was ihr finden könnt, wäre eine große Hilfe. Viel Glück. Ja, danke, euch auch viel Glück. Ein ja, schöner Platzregen jetzt. Natürlich. Ein gutes ich sehe schon, die stellen sich tatsächlich unter. Wenn ich groß bin, werde ich Meuchelmörder. Ihr braucht etwas? Nee, eigentlich nicht. Zumindest mal nicht von dir. Seid vorsichtig, wenn ihr die Zähne besorgt. Diese kleinen Mistkerle sind gefährlich. Das ist natürlich schön jetzt hier, dass du, Hier ist keiner mehr. Hier ist absolut keiner mehr. Doch er geht wieder zu seiner Schule. Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem Stab vollbringt, hm? Ja, das wird es sein. Also das ist jetzt ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt natürlich wüsste, wo die einzelnen Leute sind. Habe ich meinen Vater auf Jagdflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein Wir gehen einfach mal hier rein zur Notverkaufungszeit beim Schmied. Pardon, Leute. Ich habe ein bisschen Schluck auf. Ja, woran das nur liegt, keine Ahnung. So, hier. Wer bist du? Kennt ihr Balimond? Ja. Ich bin sein Lehrling. Sehr schön. Er bringt mir alles über das Schmieden bei. Warum habe ich denn jetzt Schluck auf, Leute? Also sorry, falls ich mich so komisch anhöre. Es ist tatsächlich Schluck auf, nichts anderes. So, hier ist allerdings auch niemand weiter. Hier geht's nach Riften. Riften, ich dachte mal, das heißt Rifthorn. Also mit O und nicht mit E. Aber offenbar habe ich mich da geirrt und getäuscht. Ich bin ein bisschen unglücklich gerade, weil ich brauche ein bisschen mehr Gold. Eigentlich wollte ich nämlich auch mein... Ja, komm, was soll ich denn? Verkaufen wir das Zeug halt bei ihm hier hinten. Beim Balimond. Balimond. Was führt euch heute zu Balimond? Ja, ich habe was zu verkaufen. Die besten Waffen und Rüstung. Ausnahmsweise mal nicht, wenn du es mir abnimmst. Und du nimmst es mir wahrscheinlich nicht ab. Nein, du nimmst es mir definitiv nicht ab. Alles klar. Meine. Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Ja, aber. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ja, aber. Vielleicht hier. In the Bee and Barb, im Bienenstich, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute sich dort unterstellen, vielleicht noch einheben. Wir haben die Nachricht erhalten. Ihr solltet eure Geschäfte ab jetzt anderswo tätigen. Was? Was? Welche Geschäfte? Was? Verzieht euch einfach. Was? Was für eine Nachricht? Ich verstehe es gerade nicht. Ihr findet mich auf dem Markt, wenn ihr den besten individuell gefertigten Schmuck in ganz Größe. Okay, wir müssen Passt halt warten. Auf euch auf, Landläufer. Yeah. Wir haben die Nachricht erhalten. Ihr solltet eure Geschäfte ab jetzt anderswo tätigen. Ach ja, genau. Wegen der Queste um die Diebesgilde. Deswegen. Das muss einem aber auch einmal einer sagen. Ja, so gesehen. Es ist ein bisschen. Was machen wir denn jetzt, Leute? Wir warten einfach mal noch ein bisschen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit mit Warten verbringen. Vielleicht nochmal 2-3 Stunden lang. Hier ist immer noch keiner. Ihr hättet
mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum ging es ja. Ja, okay, alles klar, dann machen wir halt erstmal was anderes. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber so ist es halt manchmal. So, die können wir getrost ignorieren, da ist nichts mehr. Finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte sie gerne hier raus. Ich weiß, über die Konsole wird das wahrscheinlich funktionieren. Da ich ja am PC spiele, ist das ja alles kein Thema. Vorausgesetzt, wenn ich dann mit der Konsole wieder rumspiele, werde ich das wahrscheinlich auch machen. Keine Ahnung, wenn ich es nicht vergesse. So, wo gehen wir denn hin am besten? Wo gehen wir denn hin? Die Zeichen der Dibella, das ist Konsole, mag ich im Moment, wie gesagt, noch nicht machen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Befreie die Rotbauchmine von den Spinnen. Finde es wie dieses Aufenthaltsort. Das können wir eigentlich mal machen. Vylandrias Bachen könnten wir eigentlich auch machen. Also, wir haben noch einiges hier drin, was wir einfach mal so machen könnten. Finde Königin Fredis Schwert in Kronbankralle. Ja. Stil und so weiter und so fort. Das geht alles in Richtung Diebesgilde. Stil das arkonische Bier. Bringe eins. Ja, das Lied der Alchemisten Solami. Alles klar. Finde die Energiequelle in Vollkontur. Sprich mit dem Jarl von Falkenring. Finde Reides Überreste. Barbarenakademie. Ja, wäre das jetzt ein Livestream, dann würde ich ganz ehrlich auch die Leute schon fragen, die da vielleicht gerade vorhanden wären. Aber das ist nun mal nicht der Fall. Kommt vielleicht irgendwann mal noch. Irgendwann. Ich hoffe mal, dass sich das verwirklichen lässt. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt einfach mal hier was machen. Befreie die Rotbauchmine. Da schauen wir doch mal, wo die ist. Ja, hier bei Schlossstein hätte man direkt natürlich mitmachen können. Und dann würde ich sagen, wir begeben uns direkt per Schnellreise dorthin. Warum denn nicht? Wie gesagt, im Moment geht es eigentlich nur darum, erst einmal ein paar Quests loszuwerden, bevor wir dann wieder richtig ans Abenteuern rangehen. Beziehungsweise... Ah yeah. Das ist natürlich auch schön, wenn es hier pieselt, bisschen geht nicht mehr. So, dort irgendwo. Da ist ja eh irgendwo... Ja, wir gehen ja eh in eine Höhle rein. Da wäre es eigentlich wurscht, ob es jetzt hier draußen dunkel ist oder nicht. Deswegen, ich meine, das ist egal. Was ist mit dir? Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Das Ende der Welt ist gekommen, das sage ich euch. Ja, ich hoffe mal nicht. Nach drin gehen oder in eine Höhle und weg von hier. Jawohl, Serana, hast du vollkommen recht, wir gehen gleich da rein. Aber das Ende der Welt ist mit Sicherheit noch nicht gekommen, denn wir sind ja hier und wir wollen das Ganze verhindern, Leute. Und das schaffen wir hoffentlich auch. So, natürlich. Eins, zwei. Oh ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, schön vorbeigeschlagen. Das ist gar nicht gut. Das kann ich sehr, sehr gut, wie ihr sehen könnt. Hallo? Oh. Okay. So. Alles klar. Es könnte hier ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schwerer werden, wenn ich das schon sehe. So viele Spinnen auf einmal. Die haben alle Gift. Und Gift ist in dem Moment gefährlich, weil es ja irgendwo... Kann ich das nicht irgendwie abfackeln oder sowas? Nein, kann ich leider nicht. Guckt da schon ein Spinnenbein raus, oder? Na ja, gut. Ja, Gift ist in dem Moment gefährlich, weil es eben nachhaltig wirkt. Also es wirkt, es ist nicht direkt, aber es wirkt schon direkt. Aber wie soll man das jetzt umschreiben? Ich glaube, die beste Umschreibung wäre, weil es auf lange Sicht, also es ist ein andauernder Buff, den man kriegt. Es wirkt langsam halt. Man kriegt ständig Schaden und nicht auf einmal. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man mal ganz, ganz schnell, ja, ganz, ganz viel an Health Points los sein. So, ja, während... Ja, ich will gar nicht genau wissen, was das hier alles zu bedeuten hat. So, die kommen weg. So. Ja, Gere zu Finja zurück. Okay, alles klar, so hart ist er dann doch nicht. Befreit die Rotbauchmine von den Spinnen. Na, hätte ich das gewusst, dass das so einfach ist, wären wir direkt mal reinspaziert. Na da. Dann gucken wir uns trotzdem noch mal kurz hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir... Ja, tatsächlich, eine Eisenerzader. Zack, die werden wir tatsächlich auch erstmal nutzen. Während da oben wieder von einem kleinen Licht, von einer Kerze quasi in dieser Laterne da, ja, heimgeleuchtet werden. Nein, die gibt uns ein bisschen Licht. So eine Details gefallen mir. Und tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebäugel nach wie vor immer noch mit dieser einen Mod, die uns auch diese Laterne quasi irgendwo auch an
ja, unseren Charakter hier bringt und wir dann damit quasi durch die Gegend laufen können. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Ist sehr geil aus, aber es wäre halt irgendwo, ja, ein Stück weit, nicht komplett. Auch ein Stück weit wäre es vielleicht dann doch cheaten. So, die Schaufel, die will ich gar nicht haben. Einmal weg mit dir. Ich will nämlich hier ran. An den Torn ist da. Was haben wir denn? Die Wolfsge... Ah, das... Ja, das seht ihr mal. Hier, zack, das Auge. Das kann man schon. Ich nehme es trotzdem mal mit. Gold, Kleidung, lass mal da. Die Halskette geht mit. Tomaten. Ja, für die kleine Speisung zwischendurch. Und den Trank. Notfalls kann man ihn immer noch verkaufen. Der ist leer. Der ist ein zweiter. Ja, hier sind noch Säcke. Alles klar. Salz. Und Kohl. Zum Kochen ist Salz übrigens immer noch das A und O. Und wie ich festgestellt habe... Ja, wobei, in letzter Zeit sehe ich eigentlich öfters mal Salz. Wobei, mit öfters mal Salz meine ich natürlich dann auch... Ja, ich will nicht so viel verraten. Schließlich... will ich es euch lieber zeigen. Wobei, ihr kennt es ja wahrscheinlich selber eh schon. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Ja, sehr schön mal. So, aber Salz findet man wirklich tatsächlich, je weiter man hier kommt, offenbar immer öfter in irgendwelchen Truhen. Nicht Truhen, sag ich schon, in Fässern und so weiter. Einfach mal zum Mitnehmen. Ja, so als ob er sagt, nimm mich mit, du brauchst mich doch eh. Ansonsten verkammel dich hier oder sowas. So, hier haben wir hoffentlich jetzt alles. Wobei schön wäre es natürlich, wenn wir trotzdem noch irgendwo eine Kleinigkeit finden, die wir abbauen könnten. Schoscherana, ich will da rein. Achso, das Ding ist leer, alles klar. Hier ist tatsächlich nichts weiter. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Hier ist doch noch was. Habe ich wahrscheinlich beim Runtergehen übersehen. Macht nichts. Nehmen wir jetzt mit. Und wir können eigentlich mal das wieder ausblenden. Das ist ja... Ja, Moment. Ja, eigentlich hatte ich es mir mal eine Zeit lang tatsächlich angewöhnt, Kompass und ja, Tageszeit quasi auszublenden, wenn wir in so Höhlen und so weiter sind, ne? Weil ich finde das eigentlich... ja, schöner und vor allen Dingen, es zieht einem doch direkt weiter rein ins Spiel, wenn man tatsächlich diese Anzeige nicht hat. So wie jetzt halt. Man hat eigentlich nur sein Schwert, sieht man, seine Fackel, ja, die Gegend und das war es. So muss es eigentlich sein. Ich meine, klar, ich sehe jetzt noch zusätzlich die FPS-Anzeige und die Aufnahmedauer von meinem Aufnahmeprogramm, aber so, warte, jetzt machen wir Tag. So. Wir warten mal. Aber letzten Endes, was die Anzeige da angeht, das ist so minimalistisch und vor allen Dingen auch, ja, ich merke das schon mittlerweile gar nicht mehr. So, ich glaube. Eventuell. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. So, die gute Dame ist hier drin, alles klar. Die fehlen ja und das Haus ist offen. Also kein Thema. Hat man ja auch nicht allzu oft. Dann, alles klar. Finja. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, sehr. Über eure übrigens auch, lieber Finja. So, ich habe die Mine aber von den Spinnen befreit. Sie sind weg? Ja. Allesamt? Ja. Das ist ja unglaublich. Endlich können wir die Mine wieder öffnen und Schoers Stein zu altem Ansehen zurückführen. Hier, bitte nehmt dieses Geschenk entgegen als Zeichen unserer Dankbarkeit. Jawohl, alles klar. Habe ich gern gemacht, Filnja. Ja, kehre zu Filnja zurück. Abgeschlossen. Alles klar, damit haben wir das auch erledigt. Filnja, ich danke dir. Macht euch nichts vor. In unseren Adern fließt Stein. Ja, wenn man so auf die Mine bedacht ist, dann glaube ich das sogar. Ja, wir gehen mal kurz. Was heißt kurz? Wir gehen hier raus. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nämlich mal an, was wir als nächstes machen. Finde ich, wie dies Aufenthaltsort. Das können wir uns eigentlich mal, je nachdem, was es ist, schon mal hinbegeben. Ja. So. Das ist natürlich... Einmal. Hallo? Ach, ich liebe es, wenn etwas funktioniert. Nein, das ist okay. Finde es wie dieses Aufenthaltsort, das kriegt man so einfach nicht hin. Alles klar. Tötet den Riesen in Lager sprechende Steine. Da kann man auch mal kurz gucken, wo das ist. Da kann man uns auch mal hintransportieren. Ja, oder auch nicht, je nachdem. Das ist... Ja, kommt. Dann gehen wir halt zum Schwindlernest. Und von dort aus dann zu diesem netten Riesen. Ich hoffe mal, das kriegt man hin. Unter Umständen wird auch ein Riese auftauchen, je nachdem. Ich höre mein Pferdchen. Alles klar. So, allerdings warten wir ja auch bis Tag ist. Mein Gott, mein Gott. Ich hasse das immer, wenn man eine Schnellreise macht am Tag und das auf einmal so dunkel ist.
Ja, letzten Endes ist es doch, sind wir mal ganz ehrlich, ein Ticken unrealistisch so, ich glaube. Ja. So, jetzt hat man natürlich die Chance gehabt, in der aufgehenden Sonne irgendwo was zu machen. Wir müssen da lang. Alles klar, dann machen wir das. Was? Ja, ich weiß, dort sind Banditen übrigens gewesen und wahrscheinlich auch immer noch, immer wieder mal. Das ist nicht das Thema. Übrigens der einzigste Ort, wo ich da... Nee, ist eigentlich nicht der einzigste Ort. Nierlheim ist eigentlich der einzigste Ort, wo tatsächlich bis jetzt keine Banditen weiter aufgetaucht waren. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber es ist halt so. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Ja, sehr schön, Mjoll. Wir haben hier, zack, einen Monarchfalter und... Jetzt haut er ab. Na gut, dem jage ich jetzt nicht extra hinterher. Es ist nur ein Falter. Im Moment brauche ich ihn nicht. Nicht wirklich, während dort ist auch noch irgendwas in den Bergen wahrscheinlich versteckt oder hinter den Bergen, das kann natürlich auch sein. Wir wollen natürlich diesen Riesen töten. Da bin ich auch mal gespannt. Nicht, dass er wieder mit einer Mammutruppe, mit der ganzen Mammutruppe ja, auftaucht oder vielleicht gar zwei, drei Riesen anwesend sind. Das wäre ein bisschen blöd, aber wir versuchen es trotzdem. Warum denn auch nicht, Leute? Warum denn auch nicht? So, irgendwie... Schau mal ganz kurz auf die Karte, denn ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Das hier ist lagersprechende Steine, alles klar. Das heißt, wir können uns ruhig in die Richtung orientieren. Vielleicht auch schon mal in die Ferne horchen. Aber ich glaube, das ist eher der Wind, den ich hier höre und nichts anderes. So. Und die, schaut mal da. Irgendwie, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Es kann... Nee, ich täusche mich. Ich täusche mich definitiv. Das andere war bei Weißlauf. Die anderen zwei Mammuts mit dem Riesen. Jetzt ist natürlich die Frage. Erstmal, was habe ich hier für Bolzen ausgerüstet? Twemer-Bolzen. Die Twemer-Bolzen, alles klar. Wir könnten... So, wir könnten die hier austesten. Will ich eigentlich nicht. Wir machen es einfach so. Vielleicht kriegt man ja den Riesen... ein bisschen von den Mammut ein bisschen weggelockt. Dann können wir den zumindest schon mal töten. Ohne großartig Probleme zu haben. Andernfalls sehe ich es jetzt schon kommen, dass wir weglaufen. Also ich dann, vielmehr, besser gesagt. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. So, wahrscheinlich. Ja, die beiden natürlich, die laufen direkt wieder vor. Einmal ins Gesicht. Das. Alles klar, der Riese ist tot. Okay, der ist mittlerweile wirklich tatsächlich kein richtiger Gegner mehr. Und auch die Mammut-Freunde. Mal gucken, wie es mit dem Schwert aussieht. Vielleicht erstmal hier das bisschen abgrasen. Zwemerbolzen, Elchfell. Zack, 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 zack. Das kann man erstmal einstecken. Mal gucken. So. Ja. Mein, Moment mal, habe ich hier mein Piers? Ich wundere mich gerade so ein bisschen. Darüber, dass tatsächlich im Moment... Wenn wir die Vampirsicht umwandeln, Seelenfalle, Schnellheilung, aber nichts von... Okay, Moment, ich weiß, es ist gerade ein bisschen Gamebreaking quasi, aber... Ich muss mir das Zeug mal eben wieder raus, in die Favoriten reinholen. Wo ist denn mein... Moment, das ist... was anderes. So. Ja, ohne... Ja, wer? Ich kann ihn nicht einsetzen, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wollte ihn jetzt einfach mal gegen den Mammut einsetzen. Jetzt funktioniert es wieder. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen seltsam, aber so ist es halt. So, zack, das stecken wir erstmal ein. Ich weiß, es ist nicht viel Gewicht, aber es ist schon viel Gewicht. Und dafür wenig, was man dafür kriegt. Ja, den Riesenhammer erlegt. Oh. Wer seid ihr denn schon wieder?
Bantiten. Ich frage mich gerade, wo die herkommen, wenn ich ehrlich bin. Ist das aber eine Überraschung? Du hast ja noch ein paar Häuschen. Ich lass mal kurz die Karte an, Leute. Ihr müsst sterben. Okay, dann kann ich selber zerstören. Das ist gar nicht mal so verkehrt, aber ob das Sinn macht, das ist halt die andere Frage. Jetzt sind sie natürlich da vorne irgendwo. Und tatsächlich fehlt mir gerade wieder ein bisschen Ausdauer. Also ich muss da von der Rüstung her wieder auf Ausdauer gehen. Komplett auf Ausdauer gehen. Ich weiß, hier hinten war ich glaube ich noch gar nicht, Leute. Das ist für mich quasi Neuland. Eine Lehre sein. Okay, der ist auch tot. Na gut, wenn wir einmal schon mal hier sind, dann können wir eigentlich theoretischerweise zumindest mal... Ja, hier ist eine Schlammkappe, die ist auch tot. Alles klar. Eine Schlammkappe mit Granatschein. Natürlich, natürlich. Das erwartet man übrigens auch. Urdotheim. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung. Ach du meine Güte. Ziel Urdotheim. Ich frage mich, ob wir hier noch eine Quest dazu kriegen. Wahrscheinlich schon. Um hier reinzugehen. So, aber. So, lass dir von Aselfur das Kopfgeld geben. Natürlich, natürlich, natürlich. Das Kopfgeld, das holen wir uns eben mal noch ab. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht dann doch mal langsam wieder ein paar normale Quests. Weiß ich nicht. Mal gucken, was wir da noch an Quests übrig haben. Zack. So, Aselfur, wo bist du denn, mein Freund? Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Mein Gott, es ist Ewigkeiten her. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Bist du um meine Fertigkeit wie jede andere? Mehr oder weniger, ja. Zumindest stelle ich mir das so vor. Hier. Aselfur. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Also, ich möchte gerne hinauskommen. Was? Sagen, ja, Aselfur, der Riese von Lagersprechende Steine ist tot. Ich bin wegen des Kopfkells hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Alles klar, abgeschlossen. Lasst ihr von Aselfur das Geld geben und ich möchte gerne ein Haus kaufen. Im Mortal stehen nicht viele Häuser zum Verkauf. Aber wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch ein Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus bauen könnt. Ah, ja... Ich besitze aber im Augenblick nicht genügend Geld. Nun, da kann ich euch nicht helfen. Braucht ihr sonst noch etwas? Nein, erstmal nicht. Aber danke dir, Aselfur. Also gut. Also gut, alles klärchen. Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Es ist schön, dass wir zumindest mal gesehen haben, hier gibt es ein Stück Land zu kaufen. Alles klar, hier können wir also irgendwo dann in der Nähe zumindest mal ein Häuslein bauen. Ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, das werden wir irgendwann mal auch angehen. Das definitiv. Allerdings, ihr seht es ja selber, wir brauchen eine große, große Menge Geld. Und wenn ich dann sehe, hier 2752, jetzt können wir, glaube ich, gerade mal, lass mich mal kurz überschlagen... Das. Ja, es könnte ein bisschen knapp werden für Riften, dass wir dort quasi Honigheim noch komplett ausbauen, soweit, wie ich das gerne hätte. Wohlgemerkt, ohne das Verzauberungsgedöns da, denn dazu müsste ja dann das Kinderzimmer weichen, das will ich nicht. Zumindest könnte man das mal machen, dann hätten wir das ausgebaut und dann können wir uns eigentlich hier weiterbegeben und gucken, dass wir woanders noch die Häuser kaufen und dann vielleicht erst zum Bauen übergehen. Allerdings, wie gesagt, es braucht viel Geld, deswegen wird es wahrscheinlich auch... ja, eine Weilchen dauern, bis wir das alles machen. Ne? Questen ist jetzt wieder angesagt. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Ein bisschen was haben wir ja doch gemacht. Wir haben einen Riesen getötet mitsamt Mammuts. Ja, wir haben festgestellt, dass mal eben zwischendurch einfach mal die unerbittliche Macht einfach mal gar nicht funktioniert hat, weil sie gar nicht funktionieren wollte. Ich weiß nicht, warum. Knöpfchen gedrückt ist, ging nicht. Keine Ahnung. Ja, aber zumindest mal hat es soweit funktioniert. Ja, und wir wissen jetzt auch, bei Sturm sind die NPCs einfach mal, ja, die verkriechen sich irgendwo und dann, ja... Hast du natürlich Pech gehabt, wenn du da bei denen, also in Riften zumindest mal, wenn du bei denen dann was kaufen oder verkaufen willst. Okay, Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich nicht, ist mal ganz klar. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, die Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.